Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Origins. Hier ist euer Don. Willkommen zurück für einen weiteren Nebenquest. Und zwar geht es hier um der gute Römer. Was ich hier in vorab noch sagen möchte ist, dass so hier ist der gute Mann. Das Missionsziel, das wir brauchen, ist hier ein vermisster Gegenstand. Und dieser habe ich schon bereits in der Nebenmission die Freiheit nehmen schon gefunden. Das heißt, das wird wahrscheinlich ein kurzes Video. Vielleicht löst die Peitsche deine Zunge. Genug! Meine Arbeiter tragen keine Schuld. Schickt mir Soldaten mit etwas Verstand oder wir finden meine Dioptra nie. Feldherr Agrippa wird davon erfahren. Ein Römer, der sich für Ägypter einsetzt. Erbärmlich. Sag Agrippa, ich brauche echte Soldaten, die mir im Kampf gegen diese Diebe helfen. Und jetzt zurück zu euren Weinschläuchen, ihr nutzlosen Faulpelze. Bist du dafür verantwortlich, dass sich mein Volk zu Tode schuftet? Dein Volk? Es ist mein Volk. Ich halte es unter diesen äußerst widrigen Umständen am Leben. Doch wer bist du, mein ägyptischer Freund? Bayek von Siwa, Beschützer dieser Menschen. Nun, Bayek von Siwa, ich bin Vitruvius und entgegen der herrschenden Meinung sind nicht alle Römer eure Feinde. Wenn du deinen Leuten helfen willst, dann hilf mir. Unser Werkzeug wurde gestohlen. Mein Messinstrument, die Dioptra, ist wichtig. Ohne sie stoppt der Bau des Aquädukts. Die Lakaien des Feldherrn geben meinen Arbeitern die Schuld. Vielleicht suche ich nach deiner Dioptra. Mit ihrer Hilfe könnte dieser erhabene Fluss bald die Felder der Kyrenaiker bewässern. Sprich mit Dedi bei der Baustelle. Er hatte sie zuletzt. Fortuna sei mit dir, Bayek von Siwa. So gut. Drei Position, Gere. Bist du Dedi? Bei Hades Feuerzwickel! Ich hab sie nicht! Bitte, töte mich nicht! So, der rennt davon. Dedi, warte! Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Aber sag mir, wo die Dioptra ist. Meine Frau brachte mir gerade eine frisch gebratene Hähnchenkeule zum Mittag. Es muss schon Wochen her sein, seit ich... Klingt köstlich, aber kommen wir zu diesem Werkzeug. Dein Essen hilft nicht weiter. Oh, verstehe. Also... Ich ließ die Dioptra in der Höhle, und als ich wiederkam, war sie weg. Gestohlen von Wölfen, Geistern oder Schlimmerem. Wie sieht diese Dioptra aus? Wie eine Feuerschale, aus drei Teilen. Durch ein Teil sieht man, mit einem misst man. Ich finde sie. Und du versuch nicht vor Angst zu sterben. Okay, so wie es aussieht, habe ich bereits einen Teil von drei, indem wir noch die anderen zwei suchen. Es ist mir etwas schief, den Hals runter. Thank you.
weiß es natürlich nicht. Muss ich durch die Höhle? Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Banditenlager. Dann wissen wir, dass keine Geister das Werkzeug gestohlen haben. Okay. Dann kümmern wir uns mal schon um den ersten Typ hier. Teil des Messinstruments. Dieser Ort ist uralt. Er war schon heilig, bevor die Römer und Banditen herkamen. Ah.
Okay, so. Ich kann den Schatz hier nicht finden. So. Waitchese Davy! Bishet Schumesur! Halte zur Ruhe! Der Ratzeba! Ich bring dich um! Chaati Duayu! Nardiu! Studiere! Hanahed! Wait, Amun Wahasu! Sorry, mir fehlt was Ablenkung. Noch ein Werkzeugteil. Ich muss zurück zu Vitruvius, bevor an Dedi ein Exempel statuiert wird. So, wo bist du, mein Guter? Du hast sie? Du hast meine Dioptra? Ich habe sie oberhalb des Aquädukts gefunden. Wirklich? Einige meiner Arbeiter wollen dort Stimmen gehört haben. Sie dachten an Geister. Doch ich hielt das nur für abergläubischen Unsinn. Das ist erledigt. Euch sucht nichts mehr heim. Weder lebendig noch tot. Exzellent.
Jetzt hat Feldherr Agrippa keinen Grund mehr, meine Arbeiter zu quälen. Er wurde noch ehrgeiziger, seit Flavius aus Siva zurückkehrte und keinesfalls im guten Sinne. Danke, Bayek. Du rettest meinen... unseren Leuten das Leben. Ich schulde dir was. Fortuna sei mit dir, Vitruvius. Deine Arbeit wird vielen Menschen in der Kyrenaika helfen. Okay, so, das war es für der gute Römer.